Ich bin in Hogsmeade und zwar gehen wir heute mal auf Raubzug. Revelio. Ich kann ja jetzt Stufe 3 knacken. Und wir haben hier so einige Dinge. Schlösser werden mir auf jeden Fall angezeigt. Ein Schloss hatte ich gerade eben schon geknackt. Ich habe einmal mein Inventar ein bisschen aufgeräumt und die Sachen verkauft. Das heißt, Lumos. jetzt würde ich mal schnell mal gucken, wie lange es dauert, die Schlösser knacken. Okay, das wäre sogar nur Stufe 2. Alohomora. Gut, die Schlösser knacken von den ganzen Häusern und Sachen mitgehen lassen, die hier sind. Die es gibt. Und ich habe gerade gesehen, weiter hinten war sogar noch ein Mottenspiegel. Damit wir auch so die Sachen abschließen. Das gehört ja hier alles mit rein. Wird nur ein paar Jährchen dauern, bis ich hier durch bin. Revelio. Ist gar nichts oben, oder? Doch, da ist eine Kiste. Keine besondere Kiste. Mit Schloss. Nee, ohne. Auf jeden Fall werde ich ganz viel wieder verkaufen dürfen, wenn wir hier durch sind. Lumos. Es passt aber, dass es einmal Nacht ist, wie es meistens nachts ist. Ja. Wir gehen ja einfach hier in die Häuser rein. Warum ist eigentlich niemand zu Hause, wenn ich mal fragen darf? Wir kommen ja nicht rein. Revelio. Da hinten gibt es ein paar Sachen. Da war ich scheinbar schon auch drin. So. Gehen wir mal eine Querstraße weiter. Querstraße, Seitenstraße weiter. Obwohl, hier geht's auch weiter. Alohomora. Ist jetzt ein bisschen krass, aber ich habe ja Timesteps drin. Falls ihr die Aktion hier nicht sehen wollt. Ich warte aber noch auf eine Nachricht von Mr. Moon. Und wenn die noch nicht kommt, werde ich danach wahrscheinlich die berüchtigten Gegner erledigen. Ja, mit einem One-Shot. Weiß ich nicht, mal gucken. Ich muss ja Lumos. noch die Duellleistungen auch erledigen. Das wird ein bisschen dauern. Aber die Sachen, die man entdecken kann, ich glaube, die unterschiedlichen Klamotten, die es gibt, die haben wir halt auch alle Du schon. gehörst mir, Demigeist. Alohomora. Okay, und hier geht es auch um Demigods. Ist das nur Stufe 2 gerade gewesen oder habe ich mich verguckt? Ja, scheinbar hatte ich vorher eventuell keine Lust darauf. Das kann gut möglich sein. Lumos. Aber jetzt, also in Hogwarts sehen die Häuser aber unterschiedlich aus. Also sind auf jeden Fall anders. Auch von der Einrichtung auch mal ein kleines bisschen anders. Das hat mich in den Dörfern, war es ja manchmal gestört gehabt, dass es da ein paar Sachen gab, die sich doch sehr gedoppelt haben. Aber warum schläft hier denn niemand? Tagsüber gibt es ja ganz viele Bewohner, aber ich war auch schon in Häusern, wo die dann wenigstens beim Esstisch waren oder so Abendessen. Revelio. Mäßig. So Abendbrotzeit. Könnte man es quasi nennen. Da ist Musik. Machen wir erstmal Lumos. die Schlösser. Schon zurück. Stufe 3 aber. Alohomora. Ah, keine Angst. Ich glaube, ich mache das maximal 5 Minuten. Zwischen 5 und 10 Minuten irgendwas und dann ist mir das aber auch irgendwie zu. Ja. Es bringt uns ja nichts, außer dass wir das Handbuch auf Vordermann bringen. Und hier ist auch eigentlich nichts Besonderes zum Einsammeln. Weil, wie gesagt, die Aussehensgeschichten, die haben wir eigentlich alle schon eingesammelt, die es gibt. Und auch war das, was man identifiziert, es doppelt sich auch. Doppelt, dreifach sich. Deshalb. Revelio. Da hinten waren wir drinnen. Was ist denn da? Gehen wir hier außen rum? Nee. Sieht halt irgendwie komisch aus. Ja, ein Mottenspiegel. Na dann. Nicht komplett hier, Lumos. irgendwo
einbrechen. Ich gehe erstmal hin, während ich unsichtbar bin, wegen der Augenkiste. Ecke war ich nicht. Ich dachte, man muss immer durchgehend mit Lumos vor dem Spiegel stehen, ansonsten wird der. Ich vermute, okay. Sie sind die Person, die sich in eine ziemlich persönliche Angelegenheit eingemischt hat. Die Demigeist-Statuen und die darin enthaltenen Monde wurden aus gutem Grund an ihren Plätzen aufgestellt. Sie sollten sich nicht in die persönlichen Angelegenheiten anderer einmischen. Gut, ich glaube, Mr. Pemberton wollte bestimmt nicht sein eigenes Briefpapier nutzen. Er weiß etwas über diese Demigeist-Monde. Offenbar ist er in Hogsmeade. Ich sollte ihm einen Besuch abstatten. Erledigen wir gleich, würde ich machen. Er ist ja eh in Hogsmeade. Da ist die Mutter. Na dann. Passt ja. Echt gut, wir sind in Hogsmeade. Wir haben die Nachricht bekommen. Dann geht es mit den Demigeist-Monden weiter. Oh. Seht ihr, nicht ganz so. Nicht eine komplette Folge mit. Ja. Sammeln wir irgendwas ein. So, komplett. Okay. Handbuchseiten. Davon brauche ich auch noch einige, glaube ich. Ja, seht ihr das? In Hogsmeade brauche ich auch noch einige. Es werden diese ganzen Kleinigkeiten sein. Revelio. Auch wenn man Revelio benutzt und dann die Sachen so auftauchen. Okay, aber Hogsmeade, würde ich sagen, wir machen das gleich. Sprich mit Pierce Pipperton. Wahrscheinlich in den drei Besen, nehme ich mal an. Kann ich das benutzen hier? Kann ich halt wirklich benutzen. Was? Hab ich nicht gedacht. Ich habe das nur ab und zu mal an Hogwarts benutzt, mein Navi. Nennen wir es Navi. Revelio. Wenn ich hier langlaufe, würde ich halt ab und zu mal schauen, ob ich hier noch andere 50 Millionen Sachen übersehen habe, so wie den Beutel da hinten. Was jetzt nicht schlimm ist, weil da ist ja eh eigentlich nichts drin. Aber wenn schon, denn schon. Ich meine, die Schlösser, nicht so schlimm. Hier drin. Ach, da steht er. Aber hier gibt es noch eine Kiste. Ich will ganz gerne noch schnell die Kiste hier rausholen. Weil die brauchen wir ja für die Sammlungsgeschichten. Und dann reden wir mit ihnen. Aber aus welchem guten Grund stehen die da jetzt? Nachher darf ich alle wieder hinstellen. Alle Demigeist-Monde. Sehe ich schon vor mir. Revelio. Und ja, so viel Glück habe ich, dass das dann kommt. Eine große Kiste. Bevor ich aus Hogsmeade gehe, ich hoffe, ich vergesse es nicht, muss ich die ganzen Sachen noch verkaufen. Bis auf die Dinger, die ich identifizieren muss. Ich habe schon noch irgendwie die Hoffnung, dass es doch noch irgendwie ein anderes Outfit gibt, aber ich glaube nicht. Also es gibt diese bestimmten Sachen, die man nur einsammeln kann, wenn man eine Quest erledigt hat oder so. Das sind aber so eine Sammlungsgedöns-Sachen halt. Okay, sprechen wir mit ihm, was es mit den Monden, den Demigeist auf sich hat. Sonst haben die immer reagiert, wenn ich vor denen schon stand oder was machen wollte, er nicht. Verzeihung, Sir, zu den seltsamen Demigeist-Statuen, die ich gesehen habe. Was? Wer sind Sie? Warum fragen Sie? Ach. Sie bringen Mr. Moon in Bedrängnis. Ha, gut, das war der Plan. Also sind Sie von Ihnen? Ich? Ja, schon. Damit wollte ich diesem armseligen Trampel Moon einen Hauch des Leides bereiten, das er mir vor Jahren zugefügt hat. Und Sie haben sie wieder entwendet. Genau. Auf Bitte von Mr. Moon. Ich habe Ihre Eule erhalten. Auf Ihrem Briefpapier. Ja, es passt zu Moon, sich von Schülern helfen zu lassen. Zu feige, um es selbst zu tun, hat sich kein bisschen verändert.
Selbst in der Schule war er ein feiger Tyrann. Er gab mir einen fiesen Spitznamen, den ich nicht wiederhole. Ich war froh, als er die Schule verließ und aus meinem Leben verschwand. Doch dann sah ich ihn wieder in Hogsmeade. Das war zu viel. Auch wenn es mich mit Genugtuung erfüllt, dass aus ihm bloß ein einfacher Hausmeister geworden ist. Das ist ein bisschen hart. Mr. Moon tut so viel für die Schule. Und er hat mich viel gelehrt. Er hat Angst vor diesen Statuen. Ich weiß, Sie hätten sein Gesicht sehen sollen, als der Irrwicht erschienen ist. Unbezahlbar. Da wusste ich, was zu tun ist. Ich wollte ihn einfach nie wiedersehen. Also habe ich ihm einen Irrwicht vor die Nase gesetzt, um seine größte Angst herauszufinden. Dann habe ich die Demigeist-Statuen erschaffen, um ihn in die Schranken zu weisen. Nett. Monde sollten auf seinen Namen anspielen. Das hat wunderbar funktioniert, bis sie anfingen, die Statuen zu beseitigen. Die Statuen sind eine Art Mobbing. Sie sind nicht besser als er. Vielleicht sollten sie beide damit aufhören. Ach, da ist was dran. Wenn er sich so vor ihnen gegraut hat, wie sie sagen, hat er seine Lektion vielleicht gelernt. Fühl mich wie im Kindergarten hier. Sprich mit Gladwin Moon. Na, dann gehen wir nochmal zu Mr. Moon. Revelio. Ja, eine Schnellreise. Da bin ich hier in Hogsmeade noch nicht fertig, aber naja, okay. Ich will ja auch die Quest erledigt haben, nach Möglichkeit. Stimmt sicher, aber okay, das ist ja, das hätte ich jetzt nicht gedacht. Aber da kommt wenigstens noch ein bisschen Kontext zusammen, Quest. Bin ein bisschen falsch. Wieso habe ich mich jetzt hierhin katapultiert? Ja gut. Muss nach oben laufen. Wäre ich runtergefallen? Ich bin ja kurz erschrocken, weil da keine Treppe war. Bin davon ausgegangen, dass sie ein bisschen schneller erscheint, die Treppe. Gott, ich kriege hier einen Drehwurm. Nehme ich nicht normalerweise. Genau das. Hier, den Punkt nehme ich normalerweise. Oder? Nee, ich bin komplett. Wo bin ich denn gelandet? Naja. Warum nicht? Revelio. Gibt es auf jeden Fall irgendwo noch eine Handbuchseite. Ich muss die alle finden. Nee, die gibt es weiter hier. Und ich finde das nicht. Ich höre mal dieses Blink und dann denke ich mir so, hä? Das ist auch relativ nah. Vielleicht zu einem Gemälde? Die Info. Revelio. Schon wieder ein bisschen entfernter. Sowas macht mich fertig. Aber auch, weil ich das schon ganz gerne auf 100% kriegen möchte. Da, glaube ich, oder? Revelio. Ich weiß es nicht. Ich sehe jetzt auch gerade nichts Außergewöhnliches, was eine Beschreibung bedarf. Aber ich sehe, dass wir das da anzünden könnten. Confringo. Revelio. Das war es aber nicht. Ah ja, gehen wir zu Mr. Moon. Ich glaube, ich werde nicht alle Handbuchseiten haben. Weil es ist ja eigentlich dafür da, dass man bestimmte Dinge auch näher beschreiben kann. Mr. Moon, ich weiß jetzt, wer hinter den Demigeist-Statuen steckt. Es war ein Klassenkamerad, den sie gemobbt haben. Pierce Pemberton. Oh, ich hätte es wissen sollen. Zöpfchen Pierce. Ich glaube, er wird nicht gern so genannt. Natürlich wird er das. Oh, er hatte so volle Locken.
Wir haben immer über sie gelacht. Ich wohl am lautesten. Ein cleverer Mann. Ich wusste nicht, dass er so verschlagen ist. Ich sollte ihm gratulieren. Die übrigen Statuen machen mir weniger Angst. Jetzt, wo ich weiß, dass sie vom alten Zöpfchen aufgestellt wurden. Sammeln Sie sie ruhig weiter, wenn Sie wollen. Ich werde meinem alten Freund einen Besuch abstatten. Ja, viel Spaß, ja. Wir haben es erledigt. Zwei sind noch übrig. Okay, das hätte ich jetzt nicht gedacht. Wir haben noch zwei Nebenquests. Also zwei gibt's noch. Aber wo? Das ist ja keine Nebenquest. Das ist ja keine Nebenquest. Ja, wir haben den Teil jetzt auf jeden Fall erledigt. Dann würde ich mal sagen, eigentlich auch nichts offen. Vielleicht kommt das ja noch reingetrudelt oder nicht. Wer weiß, wer weiß. Gucken wir mal ins Handbuch rein. Wegen den Sachen, damit wir das auf Vordermann kriegen. So, Aufträge 98%, Raum der Wünsche. Würde ich an einem Stück machen, dekorieren. Handbuchseiten, ja klar. Kampf, Erkundung. Finde alle Überreste alter Magie an verschiedenen Orten. Das heißt, ich muss alles einsammeln gehen. Alles. Das heißt, ich mache einen Rundflug und überall, wo mir was auf der Karte angezeigt wird, landen wir kurz. Würde ich mal sagen. Löse Geheimnisse von Hogwarts. Ein Geheimnis ist ja noch übrig bei Hogwarts, okay. Das mit den Landeplattformen ist mir auch irgendwie noch... Ja, okay, das heißt, ich werde einen Rundflug machen und die Sachen halt alle einsammeln bei der Erkundung. Ja, mal sehen. Handbuchseiten. Es wird wahrscheinlich ein oder zwei Folgen werden, das weiß ich noch nicht. Aufträge. Ich hoffe, die finde ich dann, die zwei, die noch übrig sind. Beziehungsweise vielleicht... Ja, das ist ja schon abgeschlossen. Ich habe ja so ein Symbol mit diesen Hauptaufträgen. Deshalb irritiert mich das. Kampf. Das müssten wir noch machen, die berüchtigten Gegner. Ach, das könnte ich doch jetzt noch machen. Würde ich machen. Trolle oder berüchtigte Gegner. Machen wir die berüchtigten Gegner und hoffe, dass da ein paar Duellleistungen noch kommen. Und beim nächsten Mal sind wir auf Erkundung oder im Raum der Wünsche. Ich denke mal eher auf der Erkundungstour. Ja. Mal sehen. So lange, bis mir es noch Spaß macht und ansonsten... Mache ich das wann anders im Schnelldurchlauf, die Sachen einsammeln. Das mache ich grundsätzlich bei so Games wie Tomb Raider auch noch so, dass ich jetzt am Ende einmal rumfliege. In dem Fall hier rumfliege und alles einsammeln. Woanders kann man eher nicht so rumfliegen. Aber ich schaue mal, ob es hier irgendwelche coolen, berüchtigten Gegner vielleicht noch gibt, die sich lohnen anzusehen. Ist ja auch wieder die Sache, es muss sich lohnen. Ist auf jeden Fall ein Lager. Hier war ich an sich noch nicht. Das mache ich dann auf der Erkundungstour. Die werden einem angezeigt, die berüchtigten Gegner. Deshalb gucke ich gerade. Bei manchen Sachen sind auch Sachen einfach aufgefüllt. Also schon erledigt, weil da habe ich das gemacht gehabt. Hier gibt es einen berüchtigten Gegner. Gucken wir uns den doch mal an. So zum Abschluss ein bisschen Stress verursachen. So macht man das. Und beim nächsten Mal fliege ich rum. Mal sehen. Stecken Sie in Schwierigkeiten? Ich wurde fast von Wölfen angefallen und kam gerade so mit dem Leben davon. Ich muss mich besser vorbereiten. Dafür könnte ich etwas Donnergebräu gebrauchen. Habe ich bestimmt könnte dabei. Könnte denn eine Schülerin wie Sie zufällig so etwas bei sich haben? Bestimmt. Ja, ich habe welches dabei. Hier bitte. Und seien Sie vorsichtig. Oh, vielen Dank. Ich wusste, Sie haben ein gutes Herz. Ich fühle mich schon viel besser. Jetzt habe ich ja Donnergebräu dabei. Hier, bitte zum Dank für Ihre Großzügigkeit. Okay, und ich habe ein paar andere Sachen bekommen. Das hatte ich jetzt schon das vierte Mal, dass an so einem Haus jemand rumsteht. Zumpfgratler muss ich da auch noch machen. Da ist bestimmt ein Zumpfgratler.
Zwei Sumpfgratler brauche ich auch noch für meine Kampferfahrungen. Das sind sogar zwei. Hätte ich gedacht, dass ich jetzt wirklich Beschäftigungstherapie mache. Zerschlitze. Akio. Wenn ich meinen anderen Stack habe, kriege ich das ja auch hin. Einen baumelnden Sumpfgratler. Ah, okay. Das kann ich natürlich nicht mehr machen. Dann müsste jetzt eigentlich das schon weggehen. Sollte meiner Meinung nach. Weil man kann ja die Duellleistung jetzt gar nicht mehr machen. Weil es baumelt ja niemand. Zack. Echt. Jetzt war da ist der Rasen im Weg. Mal gucken. Aber er baumelt ja nicht. Muss warten, bis sich's auffüllt. Nee, es muss wirklich, er muss baumeln. Gut, aber die Herausforderung haben wir abgeschlossen mit den Sumpfgratlern. Schön. Ich wollte zum berüchtigten Gegner. Gehen wir dahin. Ich brauchte nur so einen kleinen Anhaltspunkt, wo ich langlaufen soll. Die Sumpfgratler habe ich dann auch erledigt, da habe ich mich gerade erinnert, da war noch was offen. Ich schau mal, was da kommt für eine Duellleistung und ansonsten One-Shot, wie man das so macht. Zügelloser Sumpfgratler, wenn da jetzt auch Baumeln kommt. Was sind mehrere Sumpfgratler hier? Wirf einen Sumpfgratler auf den Rücken. Wie kriege ich das ja hin? Also wenn der eine mal weg ist. Ich mit diesem. Ich benutze halt manche Sachen nicht. Vielleicht mit erst Arresto Momentum und dann vielleicht. Arresto Momentum. Ich glaube, das muss im Wechsel sein, Levioso und dann. Levioso. Nee, oder wenn er mich nicht direkt zweimal hintereinander angreift. Obwohl er eigentlich gerade blockiert hätte sein müssen. Nee, das klappt nicht. Wie werfe ich den denn auf den Boden, hm? Momentum. Erstmal einfrieren, damit ich schon mal kurz. Ich habe keinen Plan, wie ich den auf den Rücken werfen soll. So. Dass wir einmal kurz überlegen können. Expelliarmus. Dependo. Wollte ich nicht. Akio. Wo ist er denn jetzt hin? Da. Lependo. Levioso. Akio. Lependo. Levioso. Er liegt auf dem Rücken. Evitiere einen Sumpfgratler die Zunge. Was? Achso, wenn er die Zunge gerade auf. Ja, okay, gut. Ist ja die Duellleistung. Muss ich auch noch machen. Aber ich glaube, nee, ich glaube nicht. Am Ende, das zieht sich so krass hin. Das mache ich dann offline. Gucken wir jetzt aber den berüchtigten Gegner nochmal an und wir schauen mal. Zügelloser Sumpfgratler. Der pennt doch. Der pennt doch. Jetzt nicht mehr.
zerschlitze einen Baum in den Sumpfradler. Das geht nicht. Da muss ich One-Shot machen. Mit Schlitzen. Das geht nicht so leicht. Wo ist denn jetzt der berüchtigte Gegner? Berüchtigten Gegner haben wir doch jetzt eigentlich erledigt, dachte ich. Wird nur noch angezeigt. Okay. Weil es nicht von alleine gelöscht wurde. So. Ja, dann würde ich sagen, machen wir beim nächsten Mal die, welche zwei Quests auch immer übrig sind. Ich probiere es mal herauszufinden. Weil ich glaube, das wird zu anstrengend mit den, also mit den Handbuchseiten. Ich würde hier einfach nur komplett über die Open World fliegen und die Sachen einsammeln. Das Rätsel von Hogwarts würde ich natürlich noch machen, weil das ist dann ein einzelnes Rätsel, was es nicht gibt. Und die zwei Aufgaben, die noch übrig sind. Und ansonsten können wir da, glaube ich, schon Feierabend machen, weil, ja, ihr wisst schon, Beschäftigungstherapie brauche ich jetzt auch, glaube ich, nicht aufnehmen. Und es interessiert auch niemanden, weil es ist nichts Neues, außer das letzte Rätsel vielleicht von Hogwarts. Das, wenn ich finde, das da noch mache. Genau. Deshalb, aber bis heute, bis hierhin war es mir ein zauberhaftes Blumenpflücken. Eigentlich ist nicht wirklich was passiert. Ciao.